Hallo Freunde, es wird Zeit für ein kleines Update von der Erdbeersäule. Also ich war jetzt die letzten 4 Tage nicht zu Hause. Wie man deutlich sehen kann, ist auch keiner dran gegangen. Also überall nur rote Erdbeeren. Also ich kann wirklich sagen, Erdbeerrohr, das ist schon was Fantastisches. Was hier vielleicht nicht ganz so schön ist, was man deutlich sehen kann. Die eine ist schlecht geworden, warum auch immer. Vielleicht verbrannt an der Sonne. Der Rest ist schön rot, saftig, wunderbar. Nächste dasselbe. Hier genau dasselbe, unfassbar. Guckt euch das an. Hier nur eine. Oh Mann. Nächste, zwei. Guckt euch an, was hier rum. Unglaublich. Ist das nicht fantastisch? Und da ist eine kleine Biene. Eine Wildbiene. Ja? Oder ist das eine Mücke? Wer auch immer. Also auf jeden Fall so ein Erdbeerrohr an einem sonnigen Platz. Fantastisch. Also wenn ich mir das ansehe, wie toll das Ganze aussieht. Einfach nur genial. Das macht wirklich Freude. Allein fürs Auge. Ich denke, gleich wird man auch probieren, wie die schmecken. Ach, ich nehme die erstbeste und probiere sie einfach. So schön saftig. Und süß, also richtig, richtig gut. Fantastisch. Guckt euch an, wie die innen aussieht. Unglaublich. Einfach nur fantastisch. Also ich kann sagen, an der Erdbeerröhre, an einem warmen Platz, das ist nicht nur ein, ja, was fürs Auge, guckt euch das an. Guckt das halt einfach mal an. Also der Ertrag ist auch fantastisch. Es ist süß, die sind groß, die brauchen kaum Pflege. Einfach nur super. Also absolute Empfehlung an jeden Hobbygärtner, so eine Röhre anzuschaffen. Ja, das ist einmalig, dann vielleicht 10 Euro oder so. Aber dafür hast du weniger Theater und hast alles sauber stehen. Hast tollen Ertrag, hast leicht zu gießen. Also einfach nur fantastisch. So, ich möchte mal kurz die Ernte der Erdbeeren auf Kamera aufnehmen. Einfach mal zu sehen. Also abgesehen von den paar Erdbeeren, die ich schon gegessen habe. Also eine Erdbeerröhre bringen kann. Oh, der ist ein bisschen grün. Okay. Wenn die noch nicht ganz reif sind, die lasse ich natürlich noch hängen. Sind auch noch nicht 100%ig. So. Okay, ich denke mal, die anderen lasse ich noch hängen. Die brauchen noch 1-2 Tage. Ja. Das war jetzt nicht ganz so viel und ich gebe zu, ich habe hier anscheinend 1-2 nicht 100%ige gepflückt, aber trotzdem super. So, hier habe ich meine Erdbeerkästen. Ja, was soll ich sagen? Schlecht geht es denn auch nicht. Also, wenn ich das hier so sehe. Es ist nicht ganz so süß, muss ich sagen. Kann aber auch daran liegen, dass nicht genug Sonne hier hinkommt. Oder nicht ganz so viel wie bei der Röhre. Ansonsten sind die Erdbeeren auch etwas kleiner. Trotz dessen sehen die Pflanzen gesund aus. Die gehen voran, die streiten voran. Man sieht hier auch noch eine Erdbeere. Super. Also auch hier ein Spitzenbild. Und absolute Empfehlung. Einfach lecker. Super. Sich sowas anzuschaffen.
Wobei Erdbeerroh halte ich doch für ja, praktikabler. Vielleicht nicht ganz so schön, aber praktikabler. Ja, von meiner Seite war es das. Das war jetzt so ein kurzer Update zu den Erdbeeren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde.